Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen bei uns hier im Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in diese Sendung wieder sich reingeklickt haben. Wir möchten Sie heute informieren über die Stammzelltherapie bei schweren Durchblutungsstörungen der Beine und auch beim diabetischen Fußsyndrom. Und zu dieser Thematik kann Sie natürlich wie immer ein kompetenter Besuch besser aufklären, als ich das kann. Ich begrüße in diesem Fall ganz herzlich bei mir im Studio Dr. Berthold Ammann, den leitenden Oberarzt des Gefäßzentrums Hamburg West am Asklepios Westklinikum. Schön, dass Sie da sind. Gerne, Frau von Thiele. Herr Dr. Ammann, bei wem und unter welchen Umständen treten denn schwere Durchblutungsstörungen der Beine auf? Die sind ja sozusagen die Wurzel allen Übels, über das wir uns heute auch unterhalten wollen. Ganz genau. Die meisten Patienten, die schwere Durchblutungserkrankungen bekommen, sind Patienten mit entweder Diabetes mellitus oder ältere Patienten oder das in jüngeren Jahren dann Patienten, die sehr viel geraucht haben. Mhm. Aber die überwiegende Mehrzahl der Patienten, die wir hier im Gefäßzentrum behandeln, das sind Patienten mit Diabetes mellitus fortgeschrittenen Alters. Mhm. Wie verbreitet sind solche schweren Durchblutungsstörungen denn, dass wir mal so ein Gefühl für die Ausmaße bekommen? Also Durchblutungsstörungen sind eine ganz, ganz häufige Erkrankung. Man schätzt, dass etwa ein Viertel aller Menschen, die über 65 Jahre sind, eine Durchblutungsstörung der Beine haben. Mhm. Erfreulicherweise sind nicht alle diese Patienten symptomatisch, das heißt, nicht alle diese Patienten haben Schmerzen. Mhm. Und ein geringer Teil nur davon wird das Bein deswegen verlieren. Aber es sind hochgerechnet in Deutschland etwa doch 8 bis 10 Millionen Menschen, die in irgendeiner Form an einer Durchblutungsstörung der Beine erkrankt sind. Mhm. Nicht unbedingt leiden, aber erkrankt sind. Schwere Formen der Durchblutungsstörung treten bei etwa einer 500.000 der Menschen auf. Das heißt, das sind vor allem diese Patienten, die eine nicht heilende Wunde am Fuß haben, ein diabetisches Fußsyndrom haben. Da ist die Durchblutungsstörung häufig das ausschlaggebende Element. Und ungefähr 100.000 Menschen pro Jahr haben so eine schwere Durchblutungsstörung, dass sie deswegen ins Krankenhaus müssen und irgendeiner Form der Durchblutungsverbesserung zugeführt werden müssen. Sie haben das Thema Amputation schon kurz erwähnt. Das ist natürlich so ein, ich sag mal, Signalwort. Natürlich hat man große, große Angst dafür, dass dieser letzte Schritt womöglich nötig sein muss. Was sind die Hintergründe, wann eine Amputation eventuell wirklich unumgänglich ist? Wie schwer müssen die Durchblutungsstörungen sein? Sehr schwer. Wir können heutzutage mit unseren chirurgischen Mitteln, das heißt Bypass-Operationen oder auch den ganzen Katheteruntersuchungen und Katheter-Ballon-Eingriffen, wie man sie vielleicht vom Herzen her kennt, also Stents etc., können wir sehr viele verschlossene Adern wieder freimachen oder ersetzen. Das heißt, wir können Durchblutungsstörungen eigentlich recht gut behandeln. Mhm. Aber bei etwa 10 bis 20% der Menschen, die ins Krankenhaus kommen aufgrund von Durchblutungsstörungen, helfen auch diese ausgefeilten Methoden nichts mehr. Und dann kommt es irgendwann, wenn die Blutversorgung so schlecht ist, dazu, dass Gewebe abstirbt, Teile des Fußes absterben und man dann um eine Amputation des Unter- oder Oberschenkels nicht mehr herumkommt. Mhm. Und in Deutschland muss das leider immer noch bei ungefähr 25.000 Patienten pro Jahr durchgeführt werden. Wir sitzen hier heute hier zusammen, weil natürlich trotzdem und glücklicherweise immer weiter geforscht wird. Derzeit werden ja auch mehrere Methoden getestet, mehrere neue Methoden, die die Durchblutung womöglich verbessern können. Und wegen einer sitzen wir ganz besonders hier. Wir wollen uns hier heute insbesondere unterhalten über die sogenannte autologe Stammzelltransplantation. Können Sie dieses schwierige und schwer auszusprechende Wort manchmal noch mal ein bisschen erläutern? In der Tat ist es ein schwieriges medizinlateinisches Wort für eine eigentlich ganz einfache Sache. Mhm. Was wir tun ist, wir nehmen aus dem Ersatzteillager des Körpers, das ist das Knochenmark, vor allem der Hüftknochen, nehmen wir Zellen heraus, holen aus diesen Zellen, aus diesen Reparaturzellen, die Stamm- und Vorläuferzellen heraus und bringen sie dann dahin, wo sie eigentlich sein sollten, aber nicht sind, nämlich ins minder durchblutete Bein. Mhm. Und dort können diese Stammzellen sich dann ansiedeln und neue Gefäße machen, im optimalen Fall. So, und das machen wir mit patienteneigenem Knochenmark, das heißt autolog. Stammzellen erklärt sich von selber und Transplantare heißt einfach, wir tun sie von einem Ort, nämlich dem Hüftknochen, an den anderen Ort, nämlich ins Bein. Wie sind Sie genau auf diese Methode gekommen, beziehungsweise warum ist man da nicht schon früher drauf gekommen? War das einfach noch nicht machbar?
dass Stammzellen bei ganz vielen Prozessen der Regeneration im Körper beteiligt sind, das weiß man erst seit, ich sag mal, 20, 25 Jahren. Früher dachte man, wenn man zum Beispiel eine Wunde hat, ach, das sind die Hautzellen und die Muskelzellen, die wachsen dann einfach und bedecken dann die Hautwunde und es ist dann gut. Mhm. Erst seit 20 Jahren etwa weiß man, dass für jegliche Gewebsregeneration, ob sie nur vom Fahrrad fallen und sich den Arm brechen oder auch ob sie eine sonst eine Wunde haben oder ob ein Organ geschädigt ist, nach zum Beispiel einer Entzündung, dass man bei all diesen Situationen Knochenmarkszellen braucht. Ungefähr ein Drittel der Zellen, die zur Reparatur von Organen beitragen, kommen aus dem Knochenmark. Im Akutfall werden die über den Blutstrom herangeschwemmt, siedeln sich da an und helfen dazu, dass dieses Organ oder der Knochenbruch, dass es da halt eben zur Heilung kommt. Mhm. Und bei den Durchblutungsstörungen weiß man seit etwa 15 Jahren, dass es Zellen im Knochenmark gibt, die ganz speziell eine eingeschränkte Durchblutung durch das Wachstum neuer Arterien ersetzen können. Mhm. Hört sich ganz einfach an, was Sie eben beschrieben hatten. Wir nehmen die Stammzellen aus einer Region und setzen sie irgendwo anders hin. Aber wie kommt man denn wirklich tatsächlich an diese Stammzellen heran? Da muss man sagen, haben die letzten 10 Jahre sehr große Fortschritte gemacht. Das Grundprinzip ist, dass man mit einer dünnen Nadel unter einer leichten Betäubung, das tut also nicht weh, in den Hüftknochen hineingeht und dann mit großen Spritzen ungefähr ein Viertel Liter Knochenmarksblut abzapft. Mhm. Das hört sich jetzt martialisch an, ist aber nicht viel schlimmer als Blut abnehmen, muss man sagen. Und tut nicht weh, haben Sie gerade gesagt. Und es tut nicht weh, weil wir machen das unter einer leichten Betäubung. Wenn man schon mal eine Magenspiegelung gehabt hat, dann weiß man, dass man dann eine Schlafspritze kriegt für ungefähr 10 Minuten und genauso ist das auch. Das heißt, man braucht keinen Tubus, man braucht keinen Anästhesisten, sondern man schläft wirklich durch und hinterher tut es nicht weh. Was gehört dann alles zur Weiterverarbeitung, wenn Sie diese Stammzellen entnommen haben? Da liegt der große Fortschritt. Früher musste man diese entnommenen Knochenmarkszellen ganz kompliziert mit ganz vielen Zentrifugen über einen langen Zeitraum, also fast 2 Tage, aufreinigen, bis man dann von etwa 500 bis 700 Milliliter Knochenmark, so viel haben wir früher genommen, ungefähr 20 Milliliter Stammzellkonzentrat hatte. Mhm. Heutzutage können wir, weil das Ganze automatisiert ist, aus 250 Milliliter Knochenmark ungefähr 50 Milliliter Stammzellkonzentrat gewinnen, also wesentlich mehr Zellen. Wir reden also über ungefähr 5 bis 7 Milliarden Stammzellen, die wir dann haben und mit denen wir dann arbeiten können. Mhm. Diese aufbereiteten Stammzellen werden dann eben an der entsprechenden zu heilenden Stelle, sage ich mal, wieder eingeführt. Wie funktioniert das dann auch einfach mit einer Spritze oder ist das dann doch ein bisschen zu einfach gedacht? Es ist nicht ganz zu einfach, sondern es ist noch ein bisschen zu wenig. Wir nehmen nicht nur eine Spritze, wir nehmen etwa 40 bis 50 Spritzen und injizieren dann dieses Stammzellkonzentrat immer so 1 Milliliter pünktchenweise an den Orten, wo die neuen Adern wachsen sollen. Mhm. Wir wissen, wo sich die Hauptumgehungsadern bilden. Das heißt, wir können dann ungefähr nicht ganz hundertprozentig zielgenau, aber doch mit einer 80-prozentigen Zielgenauigkeit diesen Bereich lokalisieren und versorgen dann den mit den Stammzellen. Und dann hat der Patient nach ungefähr einer Stunde, so lange dauert die Stammzellentnahme, die Aufbereitung und die Einspritzung, ein, ich sag mal, bunt gemustertes Bein, aber dafür hat er dann neue Zellen im Bein, die dann die Regeneration des Blutgefäßsystems anschieben können. Also das, wo man alternativ bislang zum Beispiel einen Bypass gelegt hat, sozusagen eine Umgehungsstraße für die Blutzufuhr, dann wird es jetzt körpereigen sozusagen neu gebildet. Ja, ganz genau. Also ein Schlagwort vielleicht ist der natürliche Bypass. Man muss aber noch einschränkend dazu sagen, wenn man einen Bypass legen kann, ist das immer noch die bessere Methode, weil ein Bypass ein viel größeres Volumen durchlässt an Blut. Das ist ja interessant, dass Sie das sagen, weil normalerweise könnte man auch denken, wenn es aus meinem Körper letztendlich kommt, dann muss das ja irgendwie gesünder oder besser sein. Sie haben natürlich recht, es ist körpereigen und von daher kommt es gar nicht so sehr zu Fremdkörperproblemen wie zum Beispiel bei einem Kunststoffbypass. Mhm. Aber ein Kunststoffbypass ist eben ein größerer Blutleiter. Das heißt, wir können damit mehr Blut hineinbringen als mit den Stammzellen. Wir machen diese Stammzelltherapie also nur bei schwerkranken Patienten, die schon Bypässe hatten, die aber verschlossen sind oder bei denen eine Katheterintervention gar nicht mehr möglich ist. Das heißt wirklich nur bei den Patienten, wo wir sagen, es geht nichts anderes mehr und die dann irgendwann auf die Amputation zulaufen. Bei denen machen wir diese Behandlung, die ist neu,
Ja, die funktioniert auch nicht bei jedem Patienten, aber die Chance, dass sie funktioniert, die wollen wir zumindest jedem Patienten geben. Mhm. Wie lange dauert so eine Therapie? Die Behandlung selber, also Entnahme, Aufarbeitung, Wiedereinspritzung, dauert etwa 1,5 bis 2 Stunden. Schlafen muss der Patient etwa 20 Minuten, einmal während der Entnahme und einmal während der Einspritzung. Denn man kann sich vorstellen, wenn man etwa 30, 40, 50 Mal in das Bein sticht mit einer Nadel, das ist nicht sehr angenehm. Da hat man keine Lust mehr. Nein, da muss man dazu schlafen. Mhm. Aber wenn man damit fertig ist, macht auch das keine Schmerzen mehr. Und ist das eine einmalige Sache tatsächlich und im Idealfall ist dann schon das gewünschte Ergebnis parat? Ja, es ist eine einmalige Sache, denn das Ziel des Ganzen ist es ja, neue Schlagadern zu schaffen. Und wenn die einmal da sind, dann sind die da. Die gehen dann auch nicht mehr weg, beziehungsweise die brauchen sehr, sehr lange, ich sag mal 10, 15 Jahre, bis die dann auch verkalken oder sich verschließen. Und wie schnell bilden die sich? Man muss eine Zeit rechnen von etwa 6 bis 8 Wochen. Beim Gesunden dauert es etwa 4 bis 6 Wochen, bei den schwer erkrankten Patienten mit Diabetes, schweren Rauchern, dauert es etwas länger, 6 bis 8 Wochen, mhm. sodass man nach 2, 2,5 Monaten spätestens beurteilen kann, hat die Therapie gewirkt oder war sie nicht so erfolgreich. Sie haben gerade gesagt, es ist ein neues Verfahren, über das wir gerade sprechen, ein sehr, sehr erfolgversprechendes Verfahren. Wie beurteilen Sie denn diese Stammzelltherapie zum Beispiel im Vergleich zur Gentherapie? Das ist ja auch eine Methode, die gerade sehr stark und parallel so ein bisschen erforscht wird. Das Problem mit den Genen ist immer, ein Gen ist ja einfach nur ein Stück Eiweiß und davon muss man dann ganz viel einspritzen und dann hofft man, dass dieses Eiweiß sich an die Zellen im Körper anlagert und dort etwas verändert. Das ist bei diesen schwer minder durchbluteten Beinen nur selten der Fall. Meistens wird das Eiweiß dann einfach abgebaut. Mhm. Die Zellen, die wir aus dem Knochenmark holen hingegen, das sind robuste junge Kerle. Ja, die halten es auch in diesem Sauerstoffmangelgebiet Bein durchaus bis zu 4 Wochen aus und können dann sogar unter diesen ungünstigen Umständen sogar noch wachsen und ihre Funktion ausüben, nämlich die Zellen, die da sind, zum Wachsen anzuregen. Und von daher ist die Stammzelltherapie in allen 50, 60 bisher veröffentlichten Studien wesentlich erfolgreicher als die Gentherapie, die bisher keine überzeugenden Ergebnisse gezeigt hat. Gibt es denn dennoch irgendwelche Nebenwirkungen oder Nachteile, wenn wir über die Stammzelltherapie sprechen? Grob gesagt, nein. Gut, kurze Antwort. Lasse ich sonst auch gelten, wenn Sie eben nichts mehr hinzufügen wollen. Es ist natürlich so, dass die Prozedur selber ein bisschen unangenehm sein kann. Also 1, 2 Tage nach der Knochenmarksentnahme kann man noch leichte Wundschmerzen im Hüftknochen haben. Aber das Blut, das wir rausnehmen, das ist ja nur 1/4 Liter, das ist ungefähr eine mittelgroße Tasse. Das heißt, das spürt man auch nicht. Auch wenn man älter und etwas kränker ist, kann man mit 1/4 Liter weniger Knochenmarksblut gut leben. Mhm. Und ansonsten haben wir bei bisher über 200 behandelten Patienten keine Nebenwirkungen gesehen, die auf die Knochenmarksentnahme oder Einspritzung zurückzuführen sind. Mhm. Dementsprechend, Herr Dr. Ammann, wenn ich Sie jetzt zum Schluss noch mal um ein kleines Fazit bitte, dann wird es dementsprechend positiv ausfallen, oder? Unbedingt. Die Stammzelltherapie ist eine Chance für Patienten, die sonst keine Chance mehr haben. Mhm. Eine Chance dafür, ihr Bein vielleicht doch noch zu halten. Wir können nicht alle Beine retten, auf keinen Fall. Aber wir können einem Drittel bis der Hälfte der Patienten doch eine Chance auf den Beinerhalt bieten und auf 1, 2, 3, 4 Jahre ohne Wunde, ohne Schmerzen und in häuslicher Umgebung mit Bein. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und für die Information, Dr. Ammann. Danke, dass Sie da waren. Hat mich sehr gefreut, Frau Fortini. Liebe Zuschauer, Ihnen danke ich auch wie immer sehr herzlich für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie haben das Wichtigste aus unserer Sendung zum Thema Stammzelltherapie jetzt schon gehört. Aber natürlich, wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wenn Sie vielleicht ganz konkret einen Termin ausmachen möchten, dann können Sie sich sehr gerne natürlich direkt an das Gefäßzentrum Hamburg-West hier im Asklepios-West-Klinikum Hamburg wenden. Der Kontakt, der ist auf dieser Seite ebenfalls für Sie angezeigt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald zu einem anderen Thema hier auf einer der Abteilungsseiten des Westklinikums Hamburg wiedersehen. Bis dahin, tschüss.